Lasst uns mal über Siku sprechen. Ich habe hier drei Modelle stehen, ich habe ein paar Modelle im Shop und ich habe hier ein cooles Prospekt liegen. Wir reden mal ganz grob, ganz allgemein und dann doch irgendwie detailliert über Siku. Und bevor wir das tun, muss ich nochmal Danke an euch sagen, die ein bisschen Feedback gegeben haben zum Studio hier und vor allem zum Hintergrund. Ich habe ihn heute etwas blasser gemacht, damit er nicht so reinhaut. Theoretisch können wir hier alles einblenden. Auch Bananen. Und ist also Luft nach oben. So, aber Siku. Ich habe lange überlegt, wie ich das Video aufbaue und dachte, wir sprechen einfach drüber. Ich habe Siku schon lange aufnehmen wollen. Habe ich auch immer mal angedeutet. Jetzt ist es soweit. Allerdings, aus diesem dicken Katalog, der, wie viele Seiten hat er denn? 101 Seiten hat, habe ich circa eine Seite oder zwei in meinen Shop aufgenommen. Das hat folgenden Grund. Bedingt bin ich schuld. Von 100 Seiten sind nur grob 20 Seiten Siku Farmer, die uns also interessieren. Und von 20 Seiten Siku Farmer sind nur 2, 4, 6, 8. 8 Seiten, jup, 8 Seiten im Maßstab 1 zu 32. So. Trotzdem gibt es schon ein bisschen Auswahl. Allerdings, und das höre ich auch oft von euch, habt ihr und ich auch das Gefühl, dass die 1 zu 32er Serie so ein bisschen hinterherhing. Dass da nicht so viel Liebe reingesteckt wird, wie es schon mal war. Oder wie es schon mal gab. Wie es schon mal... Liebe? Aber tut ja nichts zur Sache. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich jetzt erstmal, keine Ahnung, 8 verschiedene Modelle habe und davon jeweils eine geringe Anzahl, 4, 5 Stück. Und ich glaube, online wird es nicht so der Renner. Aber wenn dann doch mal der ein oder andere Sammler hier vorbeikommt und einen kleineren Jungen dabei hat oder ein Mädchen, dann ist es, glaube ich, eine coole Sache. Denn, und das ist ja der Hauptgrund, warum ich es überhaupt aufgenommen habe, der Preis ist heiß. Und zwar richtig heiß. Wir machen das Prospekt mal zu. Das wollte ich eigentlich nur nehmen, um zu demonstrieren, wie viel Siku eigentlich hat. Und dass Siku als allererstes ein Spielwarenhersteller ist. Also Sammlermodelle, nee. Wobei, und da kommen wir jetzt zu den Modellen, ich würde sie auch nicht nur als Spielzeug abstempeln. Die sind nicht verkehrt. Und ich habe erstmal zwei Traktoren. Um den kümmern wir uns mal später. Ein Case Quadrac 600 und ein John Deere 6210. Und die sind, und jetzt haltet euch fest, echt gut. Und das für den Preis. Also der kostet 45 Euro, der hier 30. Und also gerade der hier 30 Euro. Und der ist echt gut. Also ich würde sagen, das gucken wir uns aber mal in einem anderen Video an, dass der viele Teile von dem Viking hat. Von dem Viking 6210. 6210. 6210. Also die Reifen kommen mir äußerst bekannt vor. Die Haube an sich ist auch... Also ich sehe keine Abstriche zu dem Viking-Modell. Das habe ich leider nicht mehr hier. Sobald ich ein Modell von Viking reinkriege, voraussichtlich sind das die nächsten Fendt-Modelle 1050 und 942, dass es auch bei Siku gibt, dann vergleichen wir die mal direkt. Das habe ich gerade nicht. Aber ich bin mir gerade bei dem John Deere sicher, hier werden ein paar Teile doppelt verwendet, was Sinn macht und was den Preis hier umso besser macht. Also gerade der hier für 30 Euro, der ist richtig gut, hat mich richtig überrascht. Ich blende auch immer mal ein schönes Bild ein. Ich wollte jetzt hier nicht auspacken. Das machen wir mal wann anders. Was ihr aber trotzdem schon seht, dass es halt für Siku trotzdem an Kinder gerichtet ist. Also großes Schaufenster, was Kinder cool finden, wenn sie im Laden vorbeilaufen. Bunte Verpackung. Robust, das darf nicht vergessen werden. Und trotzdem viel aus Metall. Also das ist irre,
Es ist wirklich, dass das ein Mittelding ist zwischen Spielzeug und Sammlermodell. Und eigentlich ist es ziemlich cool, weil dann kann jeder entscheiden, reicht mir der Detailgrad, um den ja, in meine Sammlung zu packen? Oder, und, geht ja beides, lasse ich meine Kinder damit spielen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Was bei Siku Standard ist, vergesst das nicht, dass hinten eine vereinfachte Anhängerkupplung ist. Wobei das ja auch teilweise Sammlermodelle haben. Und wenn ich teilweise sage, relativ häufig. So. Die sind übrigens maßstabsgetreu, genauso wie die Viking-Modelle. Ab und zu finde ich, die Proportionen passen nicht perfekt, aber ja, Spielzeug am Ende. Zumindest Zielgruppe Spielzeug. Und insgesamt bin ich sehr überrascht. Ich habe hier noch ein kleines Highlight. Aber bevor wir darüber sprechen, wo ordne ich Siku jetzt ein? Ich habe das gerade schon erwähnt, irgendwie so dazwischen. Das muss jeder selbst wissen. Ich, für mich, finde einige Modelle besser und andere Modelle schlechter. Der Lindner, der, jetzt komme ich nicht auf den Namen, den habe ich auch im Shop aufgenommen, ich blende ihn ein. Der zum Beispiel, der tendiert mir so ein bisschen stark Richtung Spielzeug, was ja im Endeffekt okay ist. Der John Deere, ich hatte gerade schon viel drüber gesprochen, auch der Case, die schwenken so ein bisschen in Richtung Sammlermodell aus. Und das ist erstaunlich für den Preis. Aber ich wiederhole mich. Jetzt gibt es aber auch coole Modelle, die vielleicht erst recht für Sammler interessant sind. Zum Beispiel dieser Dolly. Der ist jetzt blöderweise ein Zweiachser. Der wäre jetzt noch cooler als Einachser. Dann würde er perfekt an das Güllefass passen, was Viking rausgebracht hat. Er passt auch so dran, sieht halt ein bisschen komisch aus mit zwei Achsen. Es gibt bei Facebook den einen oder anderen, der sich den umbaut. Größten Respekt dafür. Und es sieht einfach richtig gut aus. Und auch hier ist der Preis echt gut. Also 23 Euro, glaube ich. Was hier ganz interessant ist, das konnte mir der Siku-Außendienst auch nur bedingt erklären, dass auf dem Bild, ich blende das jetzt auch mal ein, ich glaube, das seht ihr besser, sind Reifen mit, ich sag mal, Agrarprofil. Währenddessen das Modell, was ich habe auch keine anderen, Straßenprofil hat. In diesem Fall finde ich, dass das Straßenprofil natürlich besser zum Kotte passt. Insgesamt sah das andere Profil aber schon ein bisschen cooler aus. Ja, lustig, dass sie die Verpackung behalten haben und die nicht angepasst haben. Sie haben auch die Produktnummer nicht geändert. Der Außendienstler meinte, es wurde in der Produktion irgendwann umgestellt, einfach. Weird. Ist aber ein kleiner Geheimtipp für die, die den Kotte vielleicht doch an den Traktor hängen wollen. Und wer den Übergang nicht abwarten kann, bis irgendwann mal von Viking ein Dolly kommt, der hat hier eine schöne Lösung für kleines Geld. Der soll übrigens demnächst, das umfasst mehrere Monate, rausgehen. Der wird also nicht nachproduziert. Und dann gucken wir mal, ob er nochmal begehrt wird. Ich finde ihn ganz gut. Hat auch von der Technik her starke Ähnlichkeit zu den Viking Trucks, was die Kupplung angeht. Ist halt selbes Haus. Und jetzt hole ich mal noch den Katalog ran, um auf die Zukunft zu gucken. Wo soll es mit Siku hingehen? Also nicht mit Siku, das ist nicht mein Bier, sondern wo soll es mit uns und Siku hingehen? Und da bin ich ein bisschen auf eure Meinung gespannt. Punkt 1. 1 zu 32 werde ich beobachten. Also ich werde gucken, wie es läuft, wenn es gut läuft, auch wenn es normal läuft. Dann nehme ich auch noch den Rest rein, also ein bisschen Zubehör. Und ja, wenn was Neues kommt, glaube ich auch. Ansonsten mache ich davon abhängig, wie die Modelle sind. Also der John Deere 8R zum Beispiel, den habe ich nicht hier stehen, der ist gerade ausverkauft, zumindest für Händler. Der sieht richtig gut aus, den hätte ich gerne mal da gehabt. Vor allem, um ihn zu vergleichen mit Viking. Solche Modelle nehme ich rein. Siku Control bin ich noch hin und her gerissen. Ich muss mal gucken, wo die waren. Hier, da gibt es ja auch eine schöne Palette.
John Deere, New Holland und Fendt gibt es verschiedenste, mit Frontlader, ohne Frontlader. Es gibt noch einen alten Klaas und es gibt auch einen Truck, einen Volvo. Es gibt auch einen Bagger. Wobei der Bagger, ja, für Kinder cool, für Erwachsene gibt es für das doppelte Geld, also für 500 Euro, gibt es da deutlich Besseres. Deutlich. Aber für Kinder ist es ganz nett. Und worauf ich aber sehr gespannt bin, ist hier der neue Fendt Seco Control. Sowas, mal gucken. Also da würde ich echt schauen, wie die Nachfrage ist. Vielleicht nehme ich es mal mit auf. Ich habe ein bisschen Sorge vor der Gewährleistungsgeschichte, weil das war halt schon ein bisschen anfällig, das Gelumpe. Gelumpe ist falsch, es ist schon gutes Zeug. Und ich finde auch den Preis gerechtfertigt dafür. Und die Qualität, wer das noch nicht gesehen hat, ist auf Siku-Niveau. Und das mit der Elektronik für eine Fernsteuerung, für den Preis, finde ich gut. Also das Highlight ist der Xerion, wenn ihr den mal seht. Oder wenn ihr den mal fahren wollt, kann ich nur empfehlen, der ist echt gut. Ferngesteuert. Wie er sich auf dem Acker draußen macht, kann ich nicht beurteilen. So, aber zu euch, das wollte ich eigentlich sagen. Und ich hatte es eingangs, glaube ich, erwähnt. Die Siku Pharma Serie gibt es halt auch in anderen Maßstäben. In 1:87 und in 1:50. Und da würde ich sagen, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob sowas interessant wäre. Ich glaube, ich würde dann mal, das kostet ja nicht viel, ich glaube, ich würde dann mal ein paar mit aufnehmen. Ich tendiere aber dazu, dass es das nur im Laden gibt. Also, ich glaube nicht, dass sich jemand so ein kleines Modell bestellt und denselben Preis Versand bezahlt. Es sei denn, ihr sagt jetzt, auch so kleines Zeug, das könnte man ja mal mitbestellen. Dann würde ich es mir nochmal überlegen. An sich, ich habe es noch nicht da. Wenn euch das interessiert, besorge ich es mir mal alleine für ein Video. Kenne ich die Qualität nicht. Auf Bildern sieht es für die Größe stark aus. Also auch bei 1:87, der John Deere Mähdrescher, der sieht echt gut aus. Seht ihr jetzt nicht, aber ist ja nicht mein Problem. Nee, Spaß. Und ja, da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. An sich, Siku ist jetzt da. Im Maßstab 1:32. Passt ganz gut. Ergänzt, glaube ich, auch ganz gut. Also der eine oder andere Sparfuchs, der unterwegs ist, der kann ein paar Schnäppchen schießen. Also, keine Ahnung, wem die Fronthydraulik nicht so wichtig ist, der hätte besten Gewissens den 6210 von Siku nehmen können. Und nicht den von Viking. Zum halben Preis. Und das Geld wäre für ein Anbaugerät. Zumindest anteilig. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Interessanter Fakt zum Schluss. Man kann die Dinger ja auch zerlegen. Also was ganz fetzig ist, was ich nicht ganz verstehe, dass viele Reifen auf den Siku-Modellen richtig gut aussehen. Teilweise besser als auf den Viking-Modellen. Also, na gut, besser ist so eine Sache, aber es gibt schon schöne Reifen auf den Siku-Teilen. Und die kann man ja ohne weiteres austauschen. Also eignen sich auch gut als Ersatzteilspender. So. Ich habe übrigens, das zum Schluss, ist aber eher ein kleiner Fun-Fact und eigentlich auch nur für einen Vorortbesuch hier gedacht, ein paar Lego John Deeres da. Sind, wer will, auch im Online-Shop gelistet. Was die Hauptaussage sein soll, ich nehme Spielzeug nicht unbedingt auf. Lego ist genauso ein Mittelding wie Siku. Lego einfach, weil ich Lego mag und weil Lego für alt und jung ist. Und eigentlich gilt das auch für Siku. Also wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Es sollte so ein kleines Intro-Video zu Siku sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Wenn ihr irgendwelche konkreten Modelle mal verglichen haben wollt oder irgendwelche Fragen habt, schießt sie in die Kommentare. Gucken wir uns an. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Macht's gut, bis demnächst.